Liebe Kölnerinnen und Kölner, wie sehr mir Köln am Herzen liegt, das wissen Sie alle. Wir haben gemeinsam eine Menge in der letzten Zeit bewegt, tolle Zeiten erlebt und unsere Stadt so richtig nach vorne gebracht. Wir haben aber auch gemeinsam dunkle Stunden erleben müssen, wie beispielsweise nach dem Archiveinsturz. Ja, Oberbürgermeister der Stadt Köln zu sein, das ist eine große Ehre und eine Herausforderung. Da ich nicht erneut kandidiere, benötigt Köln einen neuen Oberbürgermeister. Sie entscheiden am 30. August, wer das sein wird. Und diese Entscheidung, diese Wahl, ist von größter Bedeutung für die Zukunft unserer Stadt. Köln steht vor schwierigen Zeiten. Die Wirtschaftskrise wird nicht spurlos an uns vorübergehen. Der Stadt Köln fehlen nach ersten Schätzungen zufolge in den nächsten 2 Jahren rund 600 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Und glauben Sie mir, das bereitet mir ernsthafte Sorgen. Umso wichtiger ist es deshalb, dass der neue Oberbürgermeister dieser Herausforderung gewachsen ist. Köln braucht einen Macher, einen Mann der Tat. Peter Kurt hat das Zeug dazu, unsere Stadt durch schwierige Zeiten zu führen. Am 30. August ist Kommunalwahl. Dann entscheiden Sie, wie es mit Köln weitergeht. Meine große Bitte als Bürger unserer Stadt: Wählen Sie Peter Koch zum Oberbürgermeister. Denn Köln braucht jemand, der klar denkt, spricht und entscheidet.